Mein Ziel soll heute Schloss Benrath in Düsseldorf sein. Ich starte in Leverkusen-Schlebusch und der Weg soll mich entlang der Dünn bis zum Rhein führen. Hier geht es dann auf der rechtsrheinischen Seite über Monheim bis zum heutigen Ziel, dem Schloss Benrath. Von hier wieder zurück zum Fähranleger in Düsseldorf-Odenbach. Dort will ich übersetzen in das mittelalterliche Städtchen Zons, jedoch heute ohne Aufenthalt hier. Über den Deich, dann weiter linksrheinisch zum Gasthof Piwip und weiter an Dormagen vorbei nach Köln-Lange. Hier setze ich dann wieder über nach Leverkusen-Hittorf und von dort die gleiche Strecke zurück nach Schlebusch. Insgesamt werden es so ca. 60 Kilometer sein. Nachdem ein wenig Proviant und die Kamera eingepackt und am Lenker befestigt sind, geht es auch schon los. Durch das Freudental fahre ich entlang der alten Sensenfabrik Kuhlmann und Söhne, überquere die Dünn und folge ihr dann kurz darauf Richtung Leverkusen-Altenrath. Fernab vom allgemeinen Straßenverkehr geht es immer auf gut ausgeschilderten Radwegen bis zur Bay Arena, dem Fußballstadion der Bayer 04. In Leverkusen-Wissdorf überquere ich die Dünn und biege ab in den Neulandpark. Er wurde 2005 im Rahmen der Landesgartenschau eröffnet und bietet heute allerlei Spiel- und Sportmöglichkeiten für Groß und Klein. Thank you.
die Rheinbrücke der Autobahn A1. Jetzt folge ich dem guten alten Vater Rhein flussabwärts zunächst bis zur Schiffsbrücke in dem alten Wupperarm. Diese Schiffsbrücke besteht aus den drei Schiffen Einigkeit, Recht und Freiheit, die mit einem Steg verbunden sind. Da heute ein Wochentag ist und die Schiffsbrücke geschlossen ist, muss ich ein Stück wieder zurück, um dann weiter den Weg entlang des Rheins zu folgen nach Leverkusen-Hittorf. Ich lasse die Rheinfähre zwischen Hittorf und Köln-Langel links liegen, folge der Rheinstraße vorbei am alten Kran im Hittorfer Hafen. Nun geht es ein kurzes Stück über die Rheinuferstraße bis zum Reiterhof Gut Blee. Über den Rheindeich folge ich dem scharfen Rechtsknick des Rheins nach Monheim. Da hinten auf der anderen Rheinseite ist die Gaststätte Piwip. Die würde ich gerne auf der Rücktour dann anlaufen. Bevor ich allerdings nach Monheim-Baumberg der Straße folge, biege ich wieder links ein und folge über den Deich bis nach Odenbach, ein Düsseldorfer Stadtteil. Ein kurzer Abstecher zur Rheinfähre, mal schauen, ob sie fährt, dann geht's weiter die letzten 3 Kilometer nach Benrath. Obwohl nur knapp 30 Kilometer von meinem Heimatort entfernt, bin ich hier zum ersten Mal. Ich bin wirklich beeindruckt von der imposanten Erscheinung dieses nun 250-jährigen Schlosses. Das wird sicher nochmal ein Ziel im nächsten Sommer sein. Im Schlossgarten geht es zurück zum Fähranleger Odenbach, um hier den Rhein zu überqueren.
An der alten Festung Zons fahre ich vorbei, da ich diese bereits dieses Jahr besucht hatte. Nun folge ich dem Rhein linksrheinisch Richtung Süden über dem Deich bis zum Abzweig Piwip. Hier kehre ich ein, genieße das herrliche Wetter und den Blick auf den Rhein. Ein sehr leckerer Elsässer Flammkuchen und zwei große Radler stärken mich für die weiteren Kilometer. Es geht vorbei an Dormagen, weiter über den Rheindeich bis nach Köln-Langel. Dort sieht man die Anlegestelle der Fähre, die wir jetzt gleich nutzen werden. Hier nutze ich wieder die Rheinfähre rüber nach Hittorf, die wir bereits heute Morgen auf der Hinfahrt kurz gesehen haben. Nun folge ich wieder dem Radweg zurück nach Wiesdorf, durch den Neuleinpark entlang der Dünn bis nach Schlebusch. So, man sieht die neuen Pfeiler für die neue Brücke schon. Jetzt müssen sie nur noch das richtige Stahl kriegen aus China. Dann kann es auch weitergehen mit dem Brückenbau. Nachdem ich hier die B51 überquert habe, folge ich quer durch den Wuppermannpark wieder vorbei an der alten Sensenfabrik zurück nach Hause.
Nach 6 Stunden Fahrzeit inklusive einiger Fotostops und einer ausgedehnten Pause im Landgasthof Piwip habe ich dann schließlich 68 Kilometer zurückgelegt. Bei herrlichstem Wetter war es eine super tolle Fahrradtour.